So, weiter geht's mit Mafia. Und diesmal haben wir einen ganz schön großen Auftrag. Ein Hotel in die Luft jagen. Und das ist... Wo ist denn das? Wo ist denn der Pfeil? Ach, da hinten. Ah, okay, Moment. Da müssen wir erstmal auf die andere Seite. Dann fahren wir hier vorne rum. Autsch. Ey, was fahrt ihr denn zusammen, Leute? Geht ja schon wieder gut los. Da. Ah, jetzt sind wir wieder. Jetzt sind wir wieder richtig. Vorsicht. Die Mission heißt, glaube ich, irgendwie die Hure oder so. Und die Gangart ist schon deutlich härter geworden. Jetzt wird schon ordentlich immer getötet. Ich habe auch den Colt schon automatisch dabei. Und es gibt ja in Mafia 2 auch so eine geile Hotelmission. Die ist natürlich dann schon, also das ist halt auch krass, die Entwicklung, also die technische Entwicklung zu sehen. Was das dann für ein Sprung wäre. Ich hätte eigentlich schon Bock, auch Mafia 2 nochmal zu spielen. Oh nein! Nicht dran gedacht. Gleich ihre Pistolen zücken. Was ist da los? Oh, ist ein älterer. Warten wir mal. Okay, kein Problem. Hier ist das Geld. Stehen wir hier zufällig gerade genau auf der Stelle, die gleich hochgeht, wenn das Schiff da hinten kommt? Das wäre der Hammer. Ja, das ist genau die Mitte der Brücke gewesen. Also mit ein bisschen anderem Timing hätten wir hier ein Problem gehabt. So, ja, hofft, das kommt nicht wieder vor. Dann würde ich sagen, ich hau mal den Timer, den Dings rein, den... den Tempomaten. Den Timer. Komme ich denn da hin? Es ist immer an dieser Stelle, dass die Musik kommt, ne? Das ist doch der Wahnsinn. Ich muss da komplett rüber. Und dann nehmen wir die Brücke hinten. Zack. So, nach vorne. Dann können wir eigentlich gleich hier abbiegen. Polizei. Stört sich nicht dran, wenn ich ein bisschen wilder rumfahre. Nein, die nächste große vorne nach rechts. Ui. Ach, ich stehe irgendwie auf diese alten Spiele. Wenn sie noch gut funktionieren. Noch irgendwie geil sind. Ich habe auch Prey installiert. Wird es auch demnächst irgendwann mal geben, wenn ich mal Zeit habe. Also das erste Prey. Nicht das neue. Das habe ich noch nicht. Aber da freue ich mich auch total drauf. Also das sah jetzt echt cool aus. Obwohl ich auch sehr, sehr gerne das Prey 2 gespielt hätte und den ganzen Look total mochte. Aber nee, ich rede jetzt von Prey 1 und das ist... immer noch ein so toller Shooter und er sieht immer noch super aus. Er ist jetzt auch nicht uralt, ne? Aber schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. 10 bestimmt. So, würde ich jetzt mal tippen. So 10 Jahre ungefähr. Könnte sein. So. Corleone. Die Hure. Töte den Manager, durchsuche das Hotel und töte die Hure, von der Frank gesprochen hat. Stehle die Dokumente. Wie kann ich mir denn die... Wie kann ich mir denn... Aufgaben nochmal an? Hier, F1. Missionsziele. Stehle die Dokumente und lege den Sprengstoff im Büro des Direktors. Oh. Die saß doch vorhin in der Bar. Sehen wir doch nichts. Mit dem reden? Guten Tag. Wo finde ich bitte den Geschäftsführer? Er ist im Speisesaal beim Mittagessen. Gehen Sie einfach durch diese Tür. Sie erkennen ihn an seinem weißen Anzug. Cool.
Was hältst du von den Mädels hier? Wie im Paradies. Im Paradies. Tatsächlich. Ist? Siehst du nicht, dass wir uns amüsieren? Naja, das nennt ihr schon amüsieren. Muss ich aufstehen? Nein, bleib sitzen. Einen Moment, Sir. Ich habe noch andere Gäste. Batsch das mal lass anderen uns an. In Ruhe. Ey. Hast du mal eine Rolle gemacht. Was hat man davon, wenn man seine Ehre an Morello verkauft? Was soll das bedeuten? Jetzt. What the fuck? Scheiße, das lief ganz anders als geplant. Nein, bitte. Scheiße. Das hatte ich überhaupt nicht so gewollt. Ja, der hat einen Abgesägten dabei. Die will ich haben. Boah, ist ja voll geil, wie die Situation eskaliert, der Hammer. Ach du Scheiße. Was für ein Blutbad. Ich will nur mal gucken, ob ich hier irgendwo rein kann. Ah, okay, das Treppenhaus. Dann gehe ich mal hinten durchs Treppenhaus. Ist ja voll geil. Soll ich die etwa wiedererkennen? Nee, oder? Voll krass, dass sie alles gebaut haben. Cool. Nur noch 3 Lebenspunkte. Ich brauche irgendwie mal Medizin. Doch nicht lebend durch die Geschichte. So. Tag. Abgeschlossen. Irgendwo muss es doch hier Medizin geben. Schön großes Fenster, da könnte man jemanden durchwerfen. Wow. Das war so klar, Neuer Versuch. Aber cool, dass das so offen ist, ne? Ach, da ist Medizin, okay. Und überall sind die Cops. Wo sollen denn die Dokumente? Das Büro ist ganz oben. Die kann ja jetzt überall sein. Ah, oder sie ist hier. Michelle? Was machst du? Was ist denn los? Was hast du vor? Was willst du von mir? Tut mir leid, Michelle. Aber ich habe gehört, dass dein Gerede ein paar Leuten das Leben gekostet hat. Und jemand eine Menge Kohle verloren hat. Du bist eine Gefahr für uns. Das ist nicht wahr. Das kann nicht wahr sein. Tom, warte. Ich wusste nicht, dass jemand verletzt wurde. Ich wollte meinem Bruder helfen.
Ich wusste, das konnte nur mir passieren. Ein totales Desaster. Ich konnte einfach kein junges Mädchen töten. Ein junges, naives Ding, das nur seinem Bruder helfen wollte, der wahrscheinlich ein mieser Bastard war. Andererseits war es das wert, sich umlegen zu lassen? Zieh dich an und verschwinde. Danke. In ein paar Minuten fliegt der Laden hier in die Luft. Lass dich nie wieder in dieser Stadt blicken. Hier darf dich niemand mehr sehen. Oh, vielen, vielen Dank. In dieser Stadt bist du tot. Hau ab und lass deinen Arsch nie wieder hier sehen. Kapiert? Ich verspreche dir, du wirst nie mehr etwas von mir hören. Gut, die Situation hätten wir schon mal geklärt. Dann schauen wir mal nach oben. Die ganzen mit den schwarzen Anzügen, das sind alles die Herren Beschützer vom Boss. Hier geht's durchs Treppenhaus. Das hat ein bisschen total was von... Ein bisschen total, oh, super, ey. Das hat total was von Hitman, finde ich. Jetzt gerade. Aha, brauche ich da einen Schlüssel? Tippe mal drauf, dass ich jetzt unten beim Portier den Schlüssel kriegen kann. Nee, ich komme nicht an ihm vorbei. Wo finde ich bitte den Geschäftsführer? Oh. Das lief besser als erwartet. Will den Colt haben. Munition. Ich brauche doch bestimmt hier... Gesägte Schrotflinte, Nachladen, Schlüssel. War klar. Und da unten gibt es nochmal Medizin. Sehr gut. Dann gucken wir mal nach oben. Nicht an der Leiche hängen bleiben. Okay. Ich dachte, das ist einer von den... Oh, okay. Ach, ist doch einer von denen. Vor allen Dingen ist er wirklich wie mit der Abgesägten, wie bei die Unbestechlichen. Aber noch geht's mir ganz gut. Hab ich noch dabei? Blöde Colt? Zum Glück kommt die Polizei nicht. Ach, wie niedlich. Eine richtig schöne Bombe mit einer Uhr dran. Oh. Deshalb war dieses Dach hier drüben richtig modelliert. Ein ganz normaler Job. Pass auf, aus dem Weg! So, wie komme ich jetzt hier weg? Wo scheinbar nicht. Ah.
Wo geht's? Bürger schießen da auf mich. Boah, die Polizei schießt auf mich. Die über die Dächer. Das ist ja auch wie bei den Unbestechlichen. Ah, jetzt kommen auch Erinnerungen zurück, dass es tatsächlich so eine Flucht über die Dächer gab. Boah, ist das geil. Ist das cool? Also geil, dass diese ganze Klettermechanik nicht so richtig funktioniert. Ach, das ist in der Nähe von dem, Wow! Wenn wir uns doch mal gegen die Polizei wehren. Wo? Oh. Da oben. Hätte ich ja anhand des Schattens auch mal erraten können. Shit. Na, hier geht's runter. Oh, 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 die Polizei, die Polizei, die Polizei. Fuck it. Muss hier doch irgendwie einen Weg runtergehen. Oh ja, Gott sei Dank. Wow. Die Musik ist auch immer so gut gemacht. Der Priester. Das ist jetzt aber schon wieder eine neue Mission. Und ich würde sagen, da mache ich jetzt hier mal kurz eine Pause. Denn schon ein neuer Abschnitt. Das ist gar nicht mehr die Hure, das ist der Priester. Ich weiß nicht, ob das eine neue ist. Ist das wirklich eine neue Mission? Na, schauen wir mal. Ich mache jetzt trotzdem mal eine Pause, weil ich muss jetzt schnell was abholen gehen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann.